Hogwarts Legacy ist endlich da und es ist das beste Spiel im Harry Potter-Universum. Vollgestopft mit wahnsinnig vielen kleinen, charmanten Details, cleveren Spielmechaniken und diversen Charakteren. Was die Mordor-Spiele für Herr der Ringe waren oder Marvels Spider-Man für die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft, das ist Hogwarts Legacy für die Wizarding World. Ein riesiger Open-World-Spielplatz, der unabhängig von einer spezifischen Film- oder Buchvorlage funktioniert, sondern das Universum aufgreift und uns darin eine ganz eigene Geschichte erleben lässt. Und diese Geschichte beginnt, wie könnte es anders sein, mit einem Brief von Hogwarts. Wir sollen im 5. Schuljahr an die berühmte Zauberschule kommen und dort unsere magischen Fähigkeiten trainieren. Warum wir erst so spät in die Schule aufgenommen werden, wird zunächst gar nicht so sehr erklärt. Es geht irgendwie darum, dass wir Zugriff auf eine mysteriöse, alte Magie haben. Und das war's dann erstmal zu unserer Hintergrundgeschichte. Trotzdem ergibt dieser 5. Klasse-Einstieg durchaus Sinn, denn in Hogwarts Legacy wird sehr viel gekämpft und wir bringen im Verlauf des über 40 Stunden langen Spiels hunderte Gegner um. Das mag nicht direkt zur Lore-Vorlage aus Büchern und Filmen passen, aber gut, das hier ist ein Actionspiel und da braucht's halt auch ein bisschen Puff und Peng. Bevor es aber richtig losgeht, wird erstmal die eigene Spielfigur im optionsreichen Editor erstellt. Dabei müsst ihr euch auch nicht auf ein spezielles Geschlecht festlegen und auch in manch anderen Aspekten ist die Welt von Hogwarts Legacy moderner als das, was wir aus den Filmen oder Büchern kennen, auch wenn die Story eigentlich 100 Jahre vor den Abenteuern von Harry Potter spielt. In Hogwarts und der Umgebung sind Menschen verschiedenster Ethnien unterwegs, es gibt gleichgeschlechtliche Ehepaare, gleichgeschlechtliche Geisterpaare, und in Hogsmeade bekommen wir Missionen von einer Transperson. Aber er hat mich sofort erkannt. Was ich von einigen meiner Mitschüler nicht sagen kann. Die begriffen nicht gleich, dass ich eine Hexe und kein Zauberer bin. Die im Spiel dargestellte Diversität ändert zwar nichts an der Kritik rund um Harry Potter-Autorin J.K. Rowling, der Transfeindlichkeit und die Nutzung von rassistischen Motiven in ihren Büchern vorgeworfen wird. Und es ändert auch nichts an der Kritik gegenüber den Spieleentwicklern, dass sie mit Hogwarts Legacy dafür sorgen, dass Rowling, die selbst nicht an der Produktion des Spiels beteiligt war, mit dem Titel durch Lizenzgebühren mehr Geld verdient. Ich dachte schon, niemand schaut je in Rackhams Verlies vorbei. Und warum sind Sie hier? Zugleich zeigt es aber auch, dass die Entwickler von Avalanche Software, den Machern von Disney Infinity, nicht zu verwechseln mit Avalanche Studios, den Machern der Just Cause-Serie, ein anderes Verständnis der Wizarding World zeigen. Wiederum darauf als Antwort gibt es jetzt die Kritik, dass die Inklusion von zum Beispiel Transfiguren im Spiel nur ein Versuch sei, sich von der Kritik rund um die Autorin möglichst auffällig zu distanzieren. Und vorgestern habe ich einen Artikel gelesen, in dem es darum ging, dass nun auch der Name der Transfigur in Hogwarts Legacy für Kritik sorgt. Es wird also viel und hitzig debattiert über das Thema J.K. Rowling, Hogwarts Legacy und Harry Potter. Zugleich ist das Interesse am Spiel gewaltig. Auf Twitch hat Hogwarts Legacy zum Early Access Start schon mal gleich alle Zuschauerrekorde für ein Singleplayer-Spiel gebrochen. Da! Archies Fußabdrücke! Erst hier lang! Und auch spielerisch gibt es wenig an Hogwarts Legacy auszusetzen. Im Gegenteil, wie einfallsreich die Vorlage hier zu einem Spiel umgewandelt wurde, ist tatsächlich beeindruckend. Reparo! Die zahlreichen abwechslungsreichen Zaubersprüche kommen nicht nur beim Kampf zum Einsatz, sondern auch für viele clevere Rätselmechaniken, Nebenbeschäftigungen und einfach zum Entdecken der Welt. Das scheint gewirkt zu haben. Das Kampfsystem wiederum bietet erstaunlich viel Tiefgang. Wir können verschiedene Zauber in Ketten kombinieren. Wir müssen unterschiedliche Zauberarten einsetzen, um die Schilde und Verteidigungen unserer Gegner auszuschalten, können selbst magische Angriffe mit dem richtigen Timing abwehren und auf unsere Feinde zurückreflektieren. Wir können die alte Magie für Spezialangriffe nutzen, Objekte aus der Umgebung auf Feinde schleudern oder Pflanzen als Unterstützung einsetzen und uns mit Zaubertränken stärken. Wer will, kann aber auch schleichen und die Gegner lautlos ausschalten und so vielleicht ein ganzes gegnerisches Lager unbemerkt leerräumen. Im kompletten Kontrast dazu wiederum können wir auch die unverzeihlichen Flüche nutzen.
All diese Optionen, gepaart mit einer sehr cleveren Kameraführung, sorgen dafür, dass jeder Kampf in Hogwarts Legacy ein großer Spaß ist und man sich tatsächlich auf jede neue Konfrontation freut. Bevor es aber überhaupt mit regelmäßigen Kämpfen losgeht, denn die finden größtenteils in der Open World statt, verbringen wir die ersten Spielstunden erstmal in Hogwarts selbst und entdecken das riesige Schloss. Hier gibt es nämlich nicht nur Unterrichtsstunden, in denen wir nach und nach die verschiedenen Zaubersprüche kennenlernen und natürlich auch erste Quests für unsere Mitschüler erfüllen oder einfach mal durchs eigene Hausdomizil spazieren, sondern auch viele Sammelgegenstände mit nützlichen Hintergrundinformationen, Geheimgänge und Räume und lustige Skriptereignisse mit den Schülern oder den anderen Bewohnern des Schlosses. Was war das? Gut gemacht, Gareth. Was nun, Mr. Weasley? Hogwarts ist dabei so vollgestopft, dass es fast eine eigene Open World in der Open World ist. Die Open World draußen, also das Umland selbst, ist dann nochmal in zwei relativ dedizierte Open World Bereiche unterteilt. Das ist die nähere Umgebung von Hogwarts, wo unter anderem auch Hogsmeade zu finden ist. Auch nochmal ein sehr detailreich gestalteter Ort mit interessanten Geschäften und vielen Quests und Geheimnissen, sowie eine zerklüftete Küstenregion, in die wir allerdings erst im späteren Teil des Spiels kommen. Und dann gibt es ja auch noch den Raum der Wünsche, den wir nicht nur vielfältig anpassen können, sondern wo wir anfangs auch Zaubertränke brauen oder Pflanzen wachsen lassen und gefundene Gegenstände identifizieren und wo wir später auch eingefangene Tierwesen pflegen, füttern und sogar züchten können. Zum Dank lassen die Tiere wiederum nützliche Crafting-Ressourcen fallen, mit denen wir dann später unsere Ausrüstung weiter aufleveln oder um zusätzliche Eigenschaften erweitern. Ich sollte Deke vom neugeborenen Testral berichten. Denn wir können etliche unterschiedliche Hüte, Schals, Handschuhe, Umhänge und sonstige Outfits anlegen und damit unsere Charakterwerte steigern. Eine ganz wichtige Funktion bei den Ausrüstungsgegenständen ist dabei das Transmog-Feature, mit dem wir einen Ausrüstungsgegenstand optisch verändern. Soll heißen, wir behalten zwar die Werte des Ausrüstungsgegenstandes, können ihn aber in jegliches anders aussehende Objekt verwandeln, was zum Beispiel bei den Masken recht wichtig ist, wenn man keine Maske tragen will, sondern zum Beispiel einfach immer eine Brille haben will. Aber auch sonst sind die Klamotten unglaublich vielfältig und detailreich gestaltet. Also allein das Umziehen und Freischalten unterschiedlicher Klamotten macht hier wahnsinnig viel Spaß. Außerdem motiviert die Suche nach neuer Ausrüstung oder nach neuen optischen Anpassungsmöglichkeiten für viele der Aufgaben in der Open World. Denn während uns die umfangreiche Hauptquest und auch viele der Nebenaufgaben oft zu individuellen, interessanten Orten führen und teilweise auch mit wirklich spannenden Rätselmechaniken überraschen können, begehen die Entwickler bei der Gestaltung der Open World-Aufgaben eine Sünde, die sich momentan durch fast alle offenen Spielwelten zieht. Wir kriegen nämlich jede Menge To-Do-Listen abzuarbeiten. Es gibt verschiedene Gameplay-Aufgaben. Mal müssen wir unterschiedliche Zaubersprüche bei den Prüfungen von Merlin einsetzen. Mal müssen wir Wilderer- oder Koboldlager leerräumen. Andermal wieder magische Tierwesen einfangen, in irgendwelchen düsteren Höhlen Schatzkisten finden oder einfach beim Besenflug Balance platzen lassen. Allen Aufgaben gemeinsam ist dabei ihre Formelhaftigkeit. Vieles davon ist einfach Copy-Paste. Es sind lauter Icons auf der Open-World-Karte, die man nach und nach abarbeitet. Soll nicht heißen, dass das nicht Spaß macht, weil die Magiefähigkeiten vielfältig eingesetzt werden und weil das Kampfsystem durchaus robust genug für so viele Gegnerbegegnungen ist. Nichtsdestotrotz hätten es für meinen Geschmack ein paar weniger von diesen To-Do-Aufgaben sein können und dafür ein paar mehr von den wirklich gut erzählten und gut inszenierten Hauptquests oder auch den Begleiterquests, wo man mit Mitschülern auf Missionen geht und dann natürlich auch in den Aufträgen kleine Gespräche hat, sein können. Das ist Wolkenschwinge. Ist sie nicht einfach wundervoll? Das ist aber auch schon Meckern auf hohem Niveau. Grundsätzlich kann das Spiel viele seiner Schwächen einfach durch die Atmosphäre ausgleichen. Zum Beispiel, dass die Quests, gerade die Nebenquests, relativ vorhersehbar sind. Also da gibt es selten mal einen spannenden Twist oder eine große Überraschung im eigentlichen Missionsablauf. Ab und zu schon, aber vielleicht nicht ganz so oft, wie man es sich wünschen würde. Und auch die Spielwelt selbst funktioniert nur so lange sehr gut, wie man sie als
Kulisse betrachtet, denn die meisten Figuren sind hier doch höchstens auf Statistenniveau, also sorgen für eine stimmungsvolle Umgebung, die aber nur so lang hält, wie die Szene andauert. Aber wie gesagt, das stört eigentlich nur, wenn man anfängt, tatsächlich drauf zu achten oder wenn man einfach auch viel Erfahrung mit Open-World-Spielen hat und diese Systeme und Verhaltensweisen sehr schnell erkennt und dadurch ein bisschen die Immersion leidet. Da bin ich wieder, Professor. Alles erledigt. Gut gemacht. Das Zeug von Disziplin. Was hingegen tatsächlich noch ein wichtiger Kritikpunkt ist, ist die eigene Hauptfigur. Die hat nämlich ein bisschen einen Schlaftablettencharakter und bleibt relativ uninteressant. Besonders wenn man bedenkt, dass die Vorgeschichten von Figuren ja eigentlich auch immer sehr wichtig in den Harry Potter Erzählungen waren und immer wieder mit spannenden Details überraschten. Das bleibt hier leider fast völlig aus. Wohin soll ich nur gehen? Was ist hier los? Die Spuren der Magie scheinen mich irgendwo hinzuführen. Zauberpflanzen sind faszinierend. Ich möchte unbedingt mehr lernen. Und der Vollständigkeit halber will ich hier noch ein paar andere, kleinere Kritikpunkte auflisten, die mir beim Spielen aufgefallen sind. Beispielsweise, dass die Besensteuerung etwas gewöhnungsbedürftig ist, dass es insgesamt vielleicht ein paar zu viele Kämpfe gegen Spinnen gibt, dass sich Hard-Elemente nur an- oder ausschalten lassen, also keine dynamische Zwischenoption, dass die zweite Hälfte der Open World ein bisschen ungenutzt bleibt, Bosse manchmal ein bisschen in Richtung Bullet Sponge neigen, dass es kein Quidditch gibt, dafür aber immerhin ein paar Besenzeitrennen, dass man die englische Sprachausgabe nicht mit deutschen Untertiteln nutzen kann, aber immerhin gute deutsche Sprecher bekommt. Und zumindest auf dem PC ist ja auch sowas wie beispielsweise ein Field of View Slider gibt. Auf den Konsolen kann man immerhin Effekte wie Bildkörnung oder Bewegungsunschärfe ausschalten. Außerdem gibt es verschiedene Grafikmodi, wo man sich dann entweder für mehr Details oder höhere Auflösung oder mehr Bilder pro Sekunde entscheiden muss, während ihr am PC die Tastenbelegungen bei Maus und Tastatur frei verändern könnt und das wahrscheinlich auch solltet, denn in der Standardbelegung muss man sich doch ganz schön die Finger verknoten. Das alles sind valide Kritikpunkte, man kann sich an denen auch ganz schön hochziehen, aber sie verblassen letztlich doch im Anbetracht des Umfangs, der Atmosphäre, der ansonsten sehr guten Spielbarkeit und einfach der liebevollen Umsetzung der Harry Potter Vorlage, die Hogwarts Legacy liefert, inklusive eines fantastischen Soundtracks. Ehrlich gesagt möchte ich gar nicht mehr so oft nach Hogsmeade. Und somit ist das Spiel hier zwar keine Innovationsbombe und tappt auch in ein paar ärgerliche Open-World-Fettnäpfchen. Trotzdem glaube ich, dass Harry Potter-Fans ausrasten werden vor Begeisterung über Hogwarts Legacy. Mit vielleicht einer Ausnahme, wenn sie am PC spielen und es technische Probleme gibt, denn die gibt es tatsächlich immer noch, auch jetzt nach dem Start der dreitägigen Early Access Phase. Das Update, das da kam, hat nicht sonderlich viel gebracht. Wir sind inzwischen an dem Punkt, dass wir uns ziemlich sicher sind, dass das große Problem der Videospeicher ist, den das Spiel nicht sauber geleert kriegt, besonders beim Übergang in unterschiedliche Bereiche, was gerade in Hogwarts selbst oder auch bei Zwischensequenzen für extreme FPS-Einbrüche sorgen kann. Da muss tatsächlich noch nachgepatcht werden. Wir haben dem Spiel aktuell auf GameStar.de auch für die technischen Probleme 10 Punkte Wertungsabzug gegeben und warten da gespannt auf die nächsten Updates. Ganz persönlich muss ich sagen, dass ich es wirklich eine unfaire Sauerei finde, einen dreitägigen Early Access anzubieten in einer teureren Version und dann das Spiel in einem technisch so durchwachsenen Zustand, zumindest auf dem PC, rauszubringen. Das zeugt für mich von einer absoluten Respektlosigkeit dem Käufer gegenüber, zumal die Nutzer der Early Access Version jetzt auf Steam nicht mal User Reviews veröffentlichen dürfen, wo ich früher immer dachte, dass das sowieso nicht geht, aber das geht. Bei Darktide zum Beispiel gab es diese 2 Wochen Early Access Vorbesteller Beta und da konnten die Käufer tatsächlich schon Steam Reviews abgeben. Also wenn das wenigstens fair gemacht werden würde, okay, dann können die Käufer wenigstens sehr sichtbar protestieren, aber hier ist das halt nicht passiert und ich finde das einfach nicht in Ordnung. Nichtsdestotrotz, Hogwarts Legacy ist ein tolles Spiel und ich hoffe, dass die PC-Version bald so rund läuft, dass sie der restlichen Qualität des Produkts gerecht wird.
Wenn ihr jetzt noch mehr Informationen zu Hogwarts Legacy haben wollt, ich habe mit Absicht hier versucht, im Video möglichst wenig oder fast gar keine Szenen sogar aus den Hauptquests zu zeigen und auch keine Details zur weiteren Story zu verraten, dann schaut vielleicht auch bei den Artikeln auf GameStar.de und GamePro.de vorbei. Da gibt es auf der GamePro nochmal eine Übersicht, was die unterschiedlichen Grafikmodi, die auf den Konsolen zur Auswahl stehen, eigentlich bedeuten. Und auf GameStar.de gibt es natürlich nochmal ausführlichere Technikchecks und da behalten wir die Situation mit den kommenden Updates natürlich auch im Auge. Das war es jetzt aber erstmal von meiner Seite aus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Fritz. Okay, langsam. Na also.